Das wird nicht lang reichen. Du verjagst ihn nur. Wo bist du? Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Last of Us. Wir sind aus dem DLC gestern rausgegangen und befinden uns jetzt im Hauptspiel. Und wir suchen Fische. Okay, wir haben unseren Bogen immer noch. Wir haben nur unseren Bogen. Okay, wir suchen einen Hirsch, der in die Richtung gelaufen ist. Doch wo ist Joel? Das wäre doch die Frage. Und das ist genau das Problem, Freunde. Das DLC beantwortet quasi die Frage, was mit Joel ist. Weil hätten wir jetzt einfach so weitergemacht, würden wir Ellie spielen, einfach nur. Gib acht, Ellie. Ohne DLC würden wir nicht wissen, was mit Joel ist. Doch jetzt wissen wir es. Deswegen habe ich das DLC zwischengeschoben. Wo ist der hin? Hab ich's verkackt? Hab ich zu viel gequatscht? Ah, Spuren. Hinterlasse ich auch Spuren? Ich hinterlasse auch Spuren, cool. Wir müssen den Spuren folgen. Wo bist du denn, kleiner Hirsch? Schon wieder weitergelaufen? Ah, pass auf, Ellie. Okay, dann schleichen wir uns jetzt mal da hinten hin. Damit er uns auch nicht hört. Ich glaube, der hört uns von sehr, sehr weit entfernt. Ist auch mal eine coole Aufgabe. Einfach mal so ein Tier zu jagen, um zu überleben. Ich meine, wir haben ja sonst nie etwas gegessen, aber jetzt wird es endlich Zeit. Okay. Von Büschen fernhalten. Ich hab's gecheckt. Hier ist er lang gelaufen. Vielleicht sollten wir da lang. Ich weiß es nicht. Zum Glück kann uns der Schnee nicht verraten. Oh, kleiner Dude! Wo bist du? Spuren. Die Frage ist, wie weit reicht meine Waffe? Zack. Hab ich. Ah, das war der erste Treffer. Wir müssen ihn mehrmals treffen. Aber insofern wir ihn in den Oberschenkel getroffen haben, könnte er eigentlich gar nicht mehr laufen. Blut. Blut eines Elches. Habe ich gerade Elch gesagt? Oder ist es jetzt ein Hirsch? Ich weiß es nicht. Ich kann die Hans-Dieter nicht unterscheiden. Und der futtert einfach seelenruhig weiter. Aber er merkt, dass er verletzt ist. Ruhig, ruhig. Oh Mann. Ah, das gibt's doch nicht. Wie fast überlebt er denn alles? Der blutet sich hier ein zurecht, ne? Na gut, irgendwann muss er doch tot sein. Gute Frage. Ich finde das voll entspannt. Nach all dem Stress einfach mal ein bisschen jagen gehen. Oh. Wo bist du denn hin? Das gefällt mir gar nicht. Du anscheinend unendlich Munition, von daher. Wenn da gleich Zombies kommen, meinetwegen. Wo ist er denn hin? Oh. Das war mein Handy. Was ist das denn? Oh nein, sag bloß nicht, die haben den jetzt. Was ist das für ein
Gute Frage, nächste Frage. Gefällt mir gar nicht. Alles ist okay. Das ist nur ein ganz gewöhnlicher Ort. So viel zur Entspannung. Zombies. Gangster. Ah. Okay, da haben wir dich ja. Wer ist da? Komm raus! Hallo. Wir wollen nur reden. Eine falsche Bewegung, das hier geht ganz böse ins Auge. Das gilt auch für dich, Sportsfreund. Was wollt ihr? Ich bin David. Das hier ist mein Freund James. Wir sind eine sehr große Gruppe. Frauen, Kinder. Und wir haben alle großen Hunger. Wie bei mir. Frauen und Kinder. Und alle haben viel Hunger. Tja, vielleicht können wir dir was für das Fleisch da geben. Was brauchst du? Waffen? Kugeln? Kleidung? Medizin! Habt ihr vielleicht Antibiotika? Oh ja. Im Lager. Du kannst mit uns kommen. Ich gehe nirgendwo mit euch hin. Dein schweigsamer Freund da kann sie holen. Wenn er damit wiederkommt, gehört das Fleisch euch. Wenn jemand anders kommt... Dann geht das ganz böse ins Auge. Genau. Zwei Flaschen Penicillin und eine Spritze. Und beeil dich. Geh schon. Das Gewehr nehme ich. Na klar. Jetzt zurück. Das wird ein bisschen dauern. Wollen wir uns vielleicht da hinten unterstellen? Dann nimm ihn mit. Na also. Du solltest wirklich nicht allein hier draußen sein. Ich mag's, wenn ich allein bin. Verstehe. Wie heißt du? Warum? Okay, ich verstehe, es ist nicht leicht, ein paar Fremden zu vertrauen. Und der Verletzte, du machst dir große Sorgen. Es wird bestimmt alles gut. Vielleicht. Oh shit. Du hast noch eine Waffe? Sorry. Okay, ich hätte jetzt wirklich gern mein Gewehr zurück. Nein, du hast eine Pistole. Ich hoffe, du kannst damit umgehen. Ist nicht mein erstes Mal. Wir dürfen sie auf keinen Fall reinlassen. Was du nicht sagst. Hoffentlich finden sie nicht. Bewacht die Fenster. Okay. Ach, wollen sie das Ding haben oder was? Ach, shit. Sitzen. Was du nicht sagst. Ist er tot? Er ist tot. Wir sind hier drin. Oh Gott. Nimm doch auf den Scheiß. Hier, nimm die Munition. Welche Munition? Wo? Du hattest recht. Du kannst mit dem Ding
besser schießen als ich. Oh Gott. Hilf mir mal. Okay. Oh, ich habe ziemlich viel Munition zurückbekommen. Bin ich gut. Na los, na los. Okay, von der Seite kommen sie. Komm noch ran. Mist. Da, rechts. Oh, danke. Okay. Keine Munition für mich. Ah, doch. Ach, shit. Oh, oh. Ah, shit. Aber ich kann die Munition gebrauchen. Ach, shit. Nein. Ah. Oh. Ellie ist einfach zu klein. Nichts hier drüben. Wir müssen ihn gar nicht den Kopf treffen. An dieser Stelle. Ist einfach nicht nötig. Deswegen scheiß drauf. Ah, shit. Nein, lass mich in Ruhe. Nein, 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 nein. Lass mich doch nachladen. Nein, nein. Oh Gott, die Stelle ist schwer. Die Stelle ist echt schwer. Okay, einfach konzentrieren. Nicht verfehlen. Nichts hier drüben. Okay. Oh Gott, da kommen meine ganzen Männer auf uns zu. Ja, ich sehe sie. Nachladen. Shit. Nein! Ich will doch nur nachladen. Ich brauche unbedingt Muni. Hier ist noch mehr Munition. Ja. Ich bin schon drüben. Oh Gott. Was zum Teufel, Freunde? Was zum Teufel? Ich glaube, mein Kollege gibt mir Munition, oder? Wieso bin ich unendlich? Ja, ich sehe sie. Nachladen. Zielen. Oh ja. Shit, jedes Mal verfehle ich, ne? Oh oh, hast du Muni? Danke. Okay, nachladen. Er gibt mir immer Muni. Das finde ich gut. Und ich mal Health Packs. Vergiss es. Wir müssen hier raus. Ah, hast du einen Vorschlag? Na los, Kleine. Ja, dann los. Scheiße, die Vierte. Was so? Wie war? Ja, nimm mal. Wo hab ich die Knarre her? Wo hab ich die Knarre her? Na los! Komm schon! Ich halte sie auf! Bewacht die Treppe! Und jetzt? Komm mit, hier durch. Okay.
Weißt du, wo es lang geht? Ich war hier noch nie. Ach, na toll. So ein Glück. Alles frei. Hier lang. Ich folge dir. Okay, wir sind jetzt gerade in Sicherheit. Wir können hier alles untersuchen. Und das ist, glaube ich, auch notwendig. Anscheinend laufen wir ab sofort mit Ellie weiter. Wie im DLC auch. Jetzt war das quasi die Vorbereitung des DLC. Dass man sich schon mal an Ellie gewöhnt. Als man das so mittendrin spielt wie ich. Oder halt im Nachhinein. Na, ihr Zombies, geht's euch gut? Ich hoffe nicht. Leben. Komm ich hier rüber? Nein. Bin schon da. Alles in Ordnung? Du musst dir um mich keine Sorgen machen. Okay. Folge mir. Und pass auf. Oh Mist! Ach, fuck it. Hey, Kleine, alles klar? Ist okay. Mehr Blicker. Verschwinde da! Mist. Oh Mist, okay. Wir sind klein, wir können unsere Größe quasi ausnutzen. Nehmen wir schon mal einen Stein. Was, du kannst ja gar nicht wissen, dass ich hier bin! Woher? Weißt du, dass das DLC ein bisschen schwerer ist? Oder dass er uns im Schnee hört? Der müsste taub sein, ne? Er ist zwar taub, aber er kann trotzdem noch fühlen. Okay, schauen wir mal, dass wir hier den Typen mit dem Messer eins reinhauen und dann darunter gehen. Ich glaube, das ist der sicherste Weg. Was zum... Nein! Wir sind da unten übrigens nicht sicher. Fuck it. Okay, einfach ruhig bleiben. Alles wird gut, weil der Pisser da hinten weg ist. Ich laufe dem Klicker hinterher. Nimm nur die Treppe, nimm nur die Treppe. Nein, nein. Alles klar? Nein. Kein Stück. Wir müssen da hoch. So eine Hose hast du da. Passt zu deinem Blut. Weiß nicht, Trittleiter? Blut? Ich meine, ist schon klar, dass wir da hoch müssen. Okay, ich glaube, wir sind hier wieder safe. Die Dinger können nicht klettern. Keine Leitern jedenfalls. Dude, Trittleiter oder so, komm.
So das Ding abknallen oder so? Du musst mir schon helfen, wenn wir hier irgendwas machen müssen. Ach so. Hier, komm her, hilf mir rauf. Okay, fertig? Dann los. Und hier oben sind Klicker. Höchstwahrscheinlich. Beeil dich und halte nach ihnen Ausschau. Schon klar. Oben ist einer. War mir jetzt zu doof mit dem Typen. Ja, alles okay. Hab ich noch einen Ziegel? Nein. Nehme ich mit. Ansonsten müsste ja alles clean sein. Und wir kriegen sogar noch einen Pfeil zurück. Und sogar noch was anderes. Oh, Gewehrmunition. Hat sich gelohnt, den umzubringen. Ein Firefly-Anhänger. Schon lange nicht mehr gefunden. Im DLC gab es nicht so viel zu finden. Na gut. Okay. Da freuen sich die Klicker, dass sie was gehört haben. Bitte schön. Gut, Achtung. Jetzt gehen wir da aber nicht nochmal runter, oder? Das wäre Wahnsinn. Ach so. Sag das doch, dass wir darauf wollen. Sagt mir ja keiner. Kommen die ganzen Viecher überhaupt her? Wir müssen hier irgendwie raus. Was du nicht sagst. Du sagst. Okay, alter Mann. Hier haben wir so eine Art Lift. Kann ich sogar drauf drücken? Eine Flasche kriegen wir hier gespendiert. Da liegt noch Stuff. Munitionskugeln. Oh, nett. Mr. Typi ohne Grafiken. Keine Ahnung, was du bist. Mann, sieht aus, als hätte schon jemand gegen sie verloren. Oh Gott, wir haben diese Jungs gesucht. Egal, nimm die Ausrüstung. Ich suche nach einem Ausgang. Wie? Dann machen wir uns doch glatt mal hier schon mal so einen Verbandskasten. Und wir sollten Pfeile auf jeden Fall benutzen. Komm, jetzt haben wir einen in der Hand, oder? Ah. Schau dich nach nützlichen Sachen um. Wie zum Beispiel Bolotow? Siehst du was? Es ist eine Sackgasse. Was haben sie hier bloß gemacht? Was machen wir jetzt? Wir halten Stand. Haben wir eine andere Wahl? Sterben. Gut. Bereit machen. Ach, der kämpft schon gegen die. Ich brauche Hilfe! Du bist das Ablenkungsmanöver und alles ist gut. Ah, jetzt müssen wir mehr als Kopf treffen, oder? Nehme ich einfach mal an. Aber wir müssen jetzt den Kopf treffen. Ist wahrscheinlich. Gut, hilf mir doch mal! Natürlich sind sie hinter mir her. Wieso sollten sie auch hinter dir her sein? Du bist nicht der Spieler. Was zum... Sie sind auf dem Dach! Ich weiß!
Oh, ich krieg mal Pfeil zurück. Das war scheiße. Das auch. Alter, jetzt hört auf, den Klicker zu beschützen. Aber ich kann all meine Pfeile wieder aufheben. Das ist großartig. Okay, Cheater. Mieser Cheater, du. Aber den Pfeil kann ich nicht aufheben. Oder doch, kann ich. Ah, der Pfeil ist kaputt. Ah, du bist gar nicht der Zombie. Wir kommen schon zurecht. Das Gefühl habe ich aber nicht. Da kommen mehr. Wie viele von denen gibt es denn? Keine Ahnung. Bleib einfach dran. Durch seine Füße durch. Cheater. Was ist los? Oh. Munition bitte. Oh, was? Sag doch einen Ton. Nee, 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 nee. Ich hab's gehört. Mir gehen einfach die Pfeile aus. Ein Bluter! Was? Einer von den großen Scheißkerlen! Das ist nicht so gut. Aber. Guck mal, wie chillig der Typ ist. Wo ist das Bluterviech? Ach, fuck. Ah. Oh. Ja, gut, Freunde. Ich muss an dieser Stelle kurz Schluss machen. Wir haben 27 Minuten. Ich bin völlig fertig. Wir sehen uns morgen wieder gegen den Kampf, im Kampf gegen den Bluter. Haut rein. Euer Zero. Tschüss.